Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. Zwei Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Kanva. Och, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren.
Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Clive? Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besuch. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich.
Dann mit List. Ruzhena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden... Sie war eine bisher waren Siths Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Ruzhena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Und genau das werden wir jetzt tun. Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Färder weiß. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Entschuldige, bist du Färder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Ruzhena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Ob wir ihm vertrauen können? Wohl nur so weit, wie er uns... Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm! Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte, dass wir euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Färder? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Ruzhena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Schnuppert mal, mein Herr. Die feinsten Ofenmusse.
sind wir hier richtig. Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lubo auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen! Das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also, was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... Oh, 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel! Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Als Hallo? Ein anderes Brot ist so weich. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. Ich hoffe, du hast ihn entsprechend verwöhnt. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat.
Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semmikis, randvoll mit Gill. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ob sie heute kommen? Ich will ein neues Kleid. Wenn sie so viel ausgeben wie letztes Mal, kannst du dir eine neue Garderobe kaufen. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Das Stahlknecht. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Warum hat die Schenke zu? Ah, du! Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon. Der ist oben, aber... Muss aber... Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel? Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge! Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten.
Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Wellkräu vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Natürlich. Lass mich dich einladen. Ich brauche einen Schnaps. Kupkas verdammte Schweinebande. Gil für das bisschen dieser Kraut? Hergestellt aus robustem Stein. Ob sie heute kommen? Ich will ein neues Kleid. Kein anderes Brot saftiges ist so Fleisch. Die aromatischsten Kräuter. Meine Teppiche zieren die feinsten. Und los. Ich übernehme das. Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden?
Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, hm? Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Milord! Was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Tötet sie beide! Betrüger. Valuta Rennvogel. Ah, das war doch ein Klacks. Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt, oder? Graubart, du warst hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet, aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen.
Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Nun, Clive. Da du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast, bin ich jetzt dran. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen. Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke. Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gilbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Hier, mein Siegel. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Omiya Lostelan. Tu Isakelith. Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also, enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Komm, Onkel. Gehen wir. Brot frisch aus dem. Jetzt geht's noch Drachen fangen. Seht nur diese Feinheit! Ha! Sie haben das Tor geöffnet! Lubor hat sein Wort gehalten. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Hab's noch geschafft. Was gibt's, Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Drachenfang. Hugo Kupka wartet. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Valutern. Dalmekia und Valut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre Soldaten Hand in Hand. Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem Heiligtum ein Lager aufzuschlagen. Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet.
Ich fürchte, es könnten noch mehr Probleme auf euch warten. Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins, dass ihr durch die Minen geht. Da gibt es die wenigsten Wachen. Einen Sith habe ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Ich werde nicht sterben. Jedenfalls nicht vor Kupka. Na dann bin ich beruhigt. We'll be right back.